Meine sehr verehrten Damen und Herren, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Ich bin immer noch total, ja. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja das Auto ausgesucht, den Corvette, wo ich eigentlich dachte, es sei ein Chevrolet. Das heißt Bus Arena. Oh, da sind ja andere Leute. Wooden Mist. Okay. Sind das echte Leute? Oh mein. Es sieht wahnsinnig gut aus. Also. Entwickler, top Arbeit. Wahnsinn. Hast du dein Ziel erreicht? Das war das Neue. Da stand doch Chevrolet und nicht Corvette, oder? Horizon Base Arena. Da hinten ist sowieso das Tesla-Logo drauf, gell? Ich hoffe, die Lautstärke passt. Ich mach noch ein Stückchen lauter. Oh, es ist ein Schaurennen. Und wieso läuft das nur 30 FPS, sag mal? Ich stelle das jetzt gleich mal auf 60 um. Ah! Okay, hat's schon. Es schwankt, okay. Es schwankt sehr. Der PC brennt auch schon, ich spür's. Sorry, Tom musste kurz weg. So. Muss gucken, was die CPU sagt, nicht, dass die explodiert. Ich bin nicht ganz sicher, was dein nächster Gegner im Schaurennen vorhat. Im Laderaum dieses Transportflugzeugs warten wohl ein paar Überraschungen. Das ist mir doch egal. Vollgas hier. Oh, das ist ein cooles Auto. Natürlich Werbung überall drauf. Leute, ich mach die Werbung nicht. Wowi! Oh mein Gott, sieht da. Oh. Oh Gott. Yeah, nicht von der Bahn. Ja, Landschaftsgartenbau, sehr schön, unterstütze ich. Oh, das wird nix. Wir fahren jetzt ernsthaft ein Rennen gegen ein Flugzeug. Also, wer soll denn da schon groß gewinnen? Und ich dachte, das Spiel wird einfach. Und ich habe schon, Schwierigkeitsgrad ist schon auf leicht, ja, für Fahranfänger. So, was hätte ich denn da jetzt bremsen müssen? Das ist so eine easy Kurve. Im Stadion toben. Wie kann man dieses Talent schlagen? Mal sehen, was uns noch erwartet. Ja, gib mir den AMG One oder wie der heißt und ich mach das Flugzeug fertig und bin im Ziel, bevor es überhaupt von der Startbahn runter ist. Aber wir müssen hier auch Kontrollpunkte durchfahren, damit es als Runde zählt. Wir können also nicht cheaten und abkürzen. Hey, die Ladeklappen öffnen sich. Soll ich die Klappen schließen? Oh, das war der Plan. Was war der Plan? What? Okay, passt. Das Zurückspulen ist. Sag mal. Jetzt geht's aber los. Nein. Ich drück jetzt A. Ja, das war schon besser, aber trotzdem. Oh mein Gott, was mache ich denn? Also Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Ich habe nach rechts gelenkt. Oh, Mülltonne gibt Bonuspunkte. Ja, dann nehmen wir doch die Mülltonne immer mit. Okay, und hier muss man mehr wahrscheinlich mit der Handbremse arbeiten, in so scharfen Kurven. Oh, die fahren ja auch alles kaputt. Immerhin bin ich nicht der Einzige, der schlecht im Fahren ist. Vergiss es. Das kriegst du nicht, also ich nicht. Ist das gescriptet, das Rennen? Muss ich gewinnen? Kann ich überhaupt gewinnen?
kann vielleicht schon gewinnen. Ist dein Biker verschwunden? Ja, der ist da abgehoben oder so. Der ist da von links nach rechts irgendwie durchgesprungen über die Fahrbahn. Hier muss ich bremsen. Ja, nee, muss ich nicht. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Ganz kurz, wir probieren mal aus, wenn ich länger drücke. Passt. Also Steuerung schwammig wie sonst was. Kann ich aber nicht ändern. Ja, komm, so ist okay, so ist okay. So bin ich halbwegs zufrieden. Ich glaube, wir gewinnen es. Schaut mal auf der Karte, wie weit die weg sind hier. Ich sollte mich aufs Fahren konzentrieren. Warum fährt denn der so langsam? Pilot, was ist das? Ich sehe es nicht. Der andere Fahrer scheint auf der Strecke liegen geblieben. Ich sag nicht, dass der hingefallen ist. Moment, ist das ein Wingsuit? Was? Der Dude hat einen Wingsuit? Der fliegt doch jetzt nicht ernsthaft ins Ziel. Und dieser grüne Schnabel gibt nicht auf! Yo, ich bin letzter. War das gescriptet? Ich hoffe, man kann nicht gewinnen, weil sonst bin ich echt schlecht. Als Zweiter. Auf gut Glück. Okay, man hätte doch Erster werden können. Ja, ich bin zufrieden mit Zweiter. Ja, klar. Yo, einfach so, kriegst du ein Auto geschenkt. Und dann einmal. Oh. Okay, hab ich kein Problem mit. Das sieht richtig gut aus, das Game. Und jetzt haben wir eine höhere Auslastung, aber ich läge noch nicht. Und das ist das, was mir. Das sagt mir, ich kann mir die andere Capture Card kaufen und brauche nicht die externe. Das ganze ja. Festival redet über dich und die Hälfte hat mir Nachrichten hinterlassen. Triff mich unten beim Festival, dann gehen wir ein paar davon durch und besprechen, was du als nächstes tun willst. Sind das echte Mitspieler? Wisst ihr das, Leute? Danke, Haley. Bis bald. Wenn ja, schreibt das gerne in die Kommentare. Okay, also es war jemand in einem Wingsuit, auf einem Motorrad, in einem Transportflugzeug. Ja. Einen Fähigkeitspunkt erhalten. Hier kannst du deine Fähigkeitspunkte einsetzen, um Vorteile freizuschalten. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Boni. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes deiner Autos ausgeben. Ja. Okay. Freunden auch richtig beschreibe. Oh, und am besten noch ein Stern-Emoji für dich, Superstar. Und... Dankeschön. Ich hoffe, das sind keine echten Mitspieler, weil sonst komme ich mir vor wie der letzte Raser. Ganz ehrlich. Boah, aber das Auto ist schmackhaft. Oh, das ist eine neue Straße. Es gibt 500 Straßen? Ja, muss los. Könnt ihr... Oh, habt ihr gesehen, da war der AMG. Irgendjemand hat den schon. Fragen für einen talentierten Fahrer. Willst ja? du sie dir mal ansehen? Ja. Meine Freundin Carmen will in der Gegend Fotos von ein paar Stürmen schießen und hat nach einem starken Offroad-Fahrer gefragt. Und Alejandra will, dass sie jemand auf der Suche nach einem verlorenen Wocho chauffiert. Wir haben vor der nächsten Veranstaltung noch Zeit. Wen kontaktieren wir als erstes? Ich kenne einen. Das, also, ich... Alles klar. Ich sage, das sieht halt einfach wirklich besser aus. Hola, mi amigo. Haley sagt, du kannst nicht
was hinterm Steuer. Da bin ich schon gespannt drauf. Oh, was? Okay. Ganz kurz, Autos. Neue und gebrauchte Autos kaufen. Nee, ich möchte hier nicht schnell reisen. 3 Autos habe ich? Ach, die gehören alle mir. Das ist ein Chevrolet! Aber ein Chevrolet Corvette? So, ich hab das Addon. Das sind einfach meine Autos, Leute. Für die habe ich Geld bezahlt. Was haben wir hier noch? Formula Drift. Das sind die Stadt. Hier, das sind alle Autos, die ich hab. Yo, was bist du denn? Nee, sind das alle Autos, die ich hab? Wahnsinn. Holt euch die Premium-Edition, lohnt sich jetzt schon. Den Autopass habe ich auch, genau. Oh. Ah, nee. Hier, anmelden ist jetzt nicht. Der wollte, dass ich mich irgendwo anmelde. Okay, was ist die Creative Hub? Ah, Autos machen. Okay, ja, wir fahren jetzt mal da weiter. Aber ich glaube, das werde ich gleich. Aber wir stellen uns jetzt mal hier an den Rand und bewundern mal ganz kurz. Diese einfach zu bombastische Grafik. Der fährt ein Bugatti! Oh, die Kamera steuert sich anders als bei Ding. Okay. Ja gut, und ein bisschen abrupter. Ja. Auto-Option. Hier Einstellungen ganz kurz. Tastenbelegung. Zurückspülen auf Y. X ist Handbremse. Von mir aus. Hätte ich gerne auf X. Und aktivieren auf A. Genau. Weil die Handbremse gehört für mich auf X. Das ist bei... Hier, so. Ich wurde von einem Kaktus überfahren. Ey, das sieht so gut aus. Ey, das ist... Das Game sieht so gut aus. Ich hab mich gedrückt, ja. Auf A ist starten. Ja, ich habe jetzt das nicht durchgelesen. Passt schon, Hauptsache wir geben Gas, Leute. Und dann nach dem Rennen muss ich mal ganz kurz pausieren und dann das erste Video schneiden, damit ihr das heute noch seht. Der Fahrer, von dem alle reden? Haley möchte Fotos von allen Autos auf dem Festival. Das nennt sich Horizon Promo. Und natürlich wollen wir Actionaufnahmen. Mit Tempo. Ich fahr. Tempo geht klar. Also los. Ich bin ein sehr enthusiastischer Mensch, auch in-game. Sehr schön. So will ich das. Für die Horizon-Promo brauchst du nur ein Foto von deinem Auto. Der zieht gut. Mit dramatischer Wirkung. Fahren wir in den Sturm und finden die perfekte Location. Ja, wer kennt's nicht? Wir fahren schon. Ey, das Auto hier, das da fährt 200 km/h. Und sogar noch mehr. Ich sehe halt gar nichts. Nein! Jede Ausrede recht, um diesen Wagen mitten durch einen Sturm zu fahren. Du brauchst keine Ausrede, du willst das nicht machen. Oh, da gibt's einen Sternerang. Ja, gib Gas. 3 Sterne kriege ich, wenn ich es unter 8 Minuten hab. Das dauert doch jetzt nicht im Ernst so lang, bis da noch ein Kilometer. Und wahrscheinlich, weil Steuerung schwammig und so. Ich hoffe, ich muss da nicht bremsen oder so. Bei der Geschwindigkeit zu bremsen ist ein bisschen Selbstmord.
Wow! Es gibt einen Fotomodus. Ey, die haben wirklich Grasheim für Grasheim animiert. Wie komme ich denn hier hoch? Ah! Hintere Schultertasten. Die hier. Okay, ich hoffe, es wird als Screenshot oder so gesaved. Ich weiß es ja nicht. Oh, das sieht so gut aus. Fortsetzen. Ja, das Foto brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, vielleicht ich habe noch kein Thumbnail gemacht. Die Fotos sind toll geworden. Incredible. Aber gibt es solche Statuen doch gar nicht. Okay. Vielleicht wurde sie vom Sturm freigelegt. Ja, so muss es sein. Ich bringe diese Fotos zu Haley. Wir sollten bald mal wieder auf Schatzsuche gehen. Ich ruf dich an. Ganz kurz. Ich habe noch kein Thumbnail gemacht. Das heißt, ich habe gleich noch ganz kurz Arbeit. Oder ich nehme einfach das Standard-Thumbnail ohne Großbearbeitung. Wobei, das musst du bearbeiten. Das Game muss bearbeitet sein. Hey Storm. Wir haben einige neue Veranstaltungen gestartet. Also geh da raus und zeig uns, was du als Superstar so kannst. Alles, was du tust, bringt dir Auszeichnungen. Mhm. Betrachte sie als kleine Herausforderung. Die Rennen, Stunts, Erkundungen, einfach alles beinhalten. Verdienst du dir genug Auszeichnungen, können wir das nächste Kapitel der Abenteuer von Horizon beginnen. Also, womit möchtest du beginnen? Ja. Das sieht gefährlich aus. Das könnten wir vielleicht machen. Aber in der nächsten Folge. Leute. Dieses Spiel. Oh, dieses Spiel. Es ist perfekt. Außer die Steuerung. Und wie das Ganze jetzt genau weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und ciao.